Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Ja, wir sind wieder da. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt zur Endurance. Und machen wir das gleich mal. Der eine Typ da, ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Ich merke mir Namen einfach nicht. Ja? Und ja, der ist auf dieser Endurance. Und davor haben wir uns natürlich ein bisschen durchgekämpft durch die ganzen Gegnermassen, damit wir hier irgendwie da hinkommen. Und da ist er jetzt und wir müssen ihm natürlich helfen, weil ja, der bekommt sicher Ärger. Ich bin mir ganz sicher, dass der Ärger bekommt. Und jetzt geht's rauf aufs Schiff. Und da sehe ich schon den ersten Gegner. Ah, perfekt. So sieht mich nämlich keiner. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein großer Typ? Bist du blöd? Okay, ich töte erstmal den da. Wow, 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 shit, 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 ich habe Angst vor dem. Ich habe wirklich Angst vor dem. Okay, der ist tot. Wow. Wow, wow, hey, hey, hey. Au! Bist du doof wie einer? Geschützt ist er auch noch. Heilige Scheiße. Wow. Haha. Na, tut der Kopf weh? Der sollte eigentlich normalerweise sterben, egal ob er so groß ist oder nicht. Keiner. Oh. Heilige Scheiße, ein Schlag und ich bin fast tot. Wie viele Schüsse brauchst du noch in den Kopf in deiner Sturzflinte, du Arsch? Ist ja nicht normal. Jetzt. Ah, nee, nee, nee. Scheiße, ich hab falsch gedrückt. Ah, das ist ja. Das ist ja schlimmer als Bud Spencer. Das ist ein mutierter Bud Spencer. Jetzt aber. Yes. Yes. Oh yeah. Ah, und da haben wir auch gleich ein neues Gerät. Steigklemmenantrieb. Oh yeah. Und damit kann ich jetzt das da holen, oder was? Benutzen Sie einen Steildingsbums. Ja, ja. Ah, da muss ich mehr auf X drücken die ganze Zeit. Okay. Ah, cool. Coole Sache. Oh. Ich glaube, das so geplant war. So, hier haben wir noch wieder ein bisschen Muni. Also der Typ war extrem heftig, Leute. Da ist Bud Spencer ein Witz dagegen. Da ist Bud Spencer ein Kindergärtler. Gegen den echt. Bin wieder da. Hallo Endurance, finden Sie Alex. Okay. Sehr viel passiert. Okay, hier gibt's noch ein Buch. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Film als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ja, Notebook und Notizbuch, das sind zwei andere Sachen, ja?
Okay. Oh. Und? Wow, 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 hey, 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 die habe ich gar nicht gesehen. Wir hatten der sich jetzt versteckt hier. Komm her, komm her, komm her. Ich mach dich fertig, du Arsch. Keiner macht Lara fertig. Ah, jetzt habe ich vergessen, den zu looten, den Typen da. Ich hab vergessen, sein Bergungsgut mir an sich zu reißen. Schön um die Ecken spähen. Okay. Sie ist schon ziemlich gefährlich hier, muss ich sagen. Also, ich hätte keinen Bock, hier herum zu spazieren. Oh oh. Ah. Ja, wie mache ich das mit dem Frachthaken? Kannst du mir das sagen, Lara? Ah. Ja, ja, bin schon dabei. Ja, da kann ich nur hinauf. Okay, dann muss ich das wieder ein bisschen zurückziehen. Ein bisschen aber nur. Ein bisschen nur. Ja, wie mache ich das nur ein bisschen? Oder spring einfach nach... Ah, nee. Also, dann halt nochmal. Vielleicht hätte ich auch davor nach links einfach jumpen müssen. Geht das überhaupt? Ah, Mann! Aha. Okay, ja, check. Ich muss also den Schienen da oben folgen. Ja, komm. Also ich muss ja drücken. So, sehr schön. Und dann darüber. Jawohl, und dann kann ich hier hoch. Alles klar. Ist ja doch gar nicht so schwer. Wow. Okay, aber jetzt ist frei. Gut, dann ziehe ich das noch hier rüber. So. Nicht so viel. Ah, ich glaube, ich muss dann da wieder das auch hinüber. Ja, ja, schon gut. Ich muss dann da wieder hin, weil das stoppt nicht. Also man muss hier den Schienen entlang. Habe ich schon gecheckt. So. Und dann, ja, jetzt hier drüber. Jawohl, eingehackt. Und jetzt das nochmal wieder zurückziehen. Also alles mit Haken-Action hier. Und... Yes. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Ja. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Ein Ausweg. Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein?
Die anderen zielen auf uns. Ah, das war mal dein ehrenhafter Abgang. Oh, shit, 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 shit. Was jetzt, was jetzt? Oh, nice. Wie cool. Ja, er hat einen guten Abgang gemacht. Ist auch egal. Er wollte sterben. Passt schon. Selbe Schuld, wenn er hier alleine herkommt. Es darf niemand mehr sterben. Ja, das kannst du nicht beeinflussen. Wer hier stirbt und wer nicht. So, Seilzug. Oh, wie fein ist denn das? Ich will auch sowas. Ah, ein Geocage. Guck mal. Habe ich gesungen. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Will ich holen. Komm her da. So. Gibt es da vielleicht auch eine Abkürzung da wieder zurück, oder? Oder nicht? Ich glaube, das muss ich da hinunterziehen. Ah, nicht schießen. Falsche Waffe ausgewählt. So, zieh mal runter den Scheiß da. Das sollte, glaube ich, unten den Boden kaputt machen. Der ist eh schon auf diesem Brett gelegt. Jawohl. Sehr schön. Altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Ah, die haben also wohl geglaubt, dass sie das Geheimnis der Insel entdeckt haben. Dann nehme ich das mal mit. In der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Antworten, die dir keiner geben kann. Ah, okay. Einfach da runter dann. Da war ich ja davor. Oh, da ist noch einer. Habe ich ja gar nicht gesehen hier. 2 von 5. Versuche nach Ärger. Naja, eigentlich nicht, aber... Ich mach das ja so im Vorbeigehen, ja. Alle zu finden wäre mir jetzt auch ein bisschen zu stressig, ehrlich gesagt. So, dann kann ich das hier wieder einreißen. Wunderbar. Haben wir denn hier außen noch vielleicht irgendwas? Ich guck mal kurz. Ah, da haben wir was. $2. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Das kann sein. Das kann sein, ja. Kluges Ding. So, hier noch den Strauch mitgenommen. Vielleicht gibt es hier noch ein Geocache. Nein. Okay, dann also mal wieder. Eingehackt hier. Und los geht's mit meinem schnellen... Werkzeuglein darüber. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Oh, da gibt es ja noch Bergos. Gut. Wie konnte ich denn das vergessen das letzte Mal? So, haben wir eine neue Fähigkeit? Nein.
Aufbessern brauche ich auch nichts, weil ich warte, bis ich neue Upgrades habe für meine Waffen. Im Moment brauche ich ja nicht wirklich irgendwas. Ja, dann geht's wieder zurück zum Strand mit dem Werkzeug und mit der schlechten Nachricht, dass Alex tot ist. Jetzt weiß ich endlich, wie er heißt. Ja, wenn er seit er tot ist, weiß ich, wie er heißt. Davor wusste ich nicht, wie er heißt. Aber ja, ehrenhaft ist er gestorben, aber ja, nur ein Kuss auf die Wange. Lara hätte schon mehr dran sein können. Ja, hätte es wenigstens zwischen die Beine greifen können. Dass er noch was hat, der Nerd, davon. So, jetzt kann ich das hier natürlich auch noch einreißen. Mal gucken, was dahinter ist. Konnte ich ja davor nicht. Was haben wir denn dahinter? Ah, eine Kiste nur. Ah, und damit kann ich dann da hoch. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Oh, Gegner. Okay, aber noch hat mich keiner entdeckt. Halt's Maul, Mann! Müssen nicht alle wissen, wo ich bin. Ah, jetzt stirb doch. So. Jetzt ist er weg. Gibt es auch nochmal Lagerfeuer hier oben. Aber das brauche ich ja nicht. So, hier kann ich mir wieder schön abseilen. Ja, wie nice. Oh. Scheiße. Aber Hauptsache die Kamera ist weitergegangen, ne? Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Hier ist irgendwo ein Grab, so nebenbei. Ja, hier irgendwo. Weiß nicht genau wo, aber da irgendwo halt. So, und du stirbst. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Die Schwarze ist mir aber schon ein bisschen unsympathisch, muss ich schon sagen. Ha, aber sehr sogar. Gut, dann machen wir fürs erste Mal wieder einen kleinen Cut und klettern dann erst beim nächsten Part zur Forschungsbasis hinauf. Bis dann, Leute. Tschüss.